Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich habe gerade mal geguckt in der Capture Card. Capture Card 180 oder 190 Euro. Soll es nicht das Pro-System sein? Wobei ich auch gesehen habe, es geht wohl ohne Capture Card. Über Netstreaming. Indem man die Datei extrem groß lässt. Und man im LAN einfach halt 5 GB pro Sekunde so gefühlt überträgt. Das werde ich vielleicht gleich mal ausprobieren, weil ich habe da ja einen Zweitrechner. Wenn ich auf den aufnehmen könnte und streamen könnte und also was, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, ob das geht. Verkaufen. Alle Handelsgüter verkaufen. 25.509. Wir haben viele Drachen. Boah, das geht dann 120 mehr und kriegt nicht 474 mehr, oder? Sonst wäre es ziemlich krass. Unseren Speer können wir auch upgraden. Muss aufpassen, dass wir noch genügend für die Quest haben. Die haben wir, glaube ich, aktuell ausgerüstet. Haben wir eh nicht genügend Felle für. Können wir noch upgraden? Upgraden? Schuhe haben wir, glaube ich, auch gerade 18 ausgerüstet. Das Einzige, was halt gerade fehlt, sind dann die Armschienen. Wofür ich nicht genügend Felle habe. Gravieren. Das Ding ist graviert. Das Ding haben wir nicht angelegt. Das Ding ist graviert. Wir haben einen 14er Bogen. Das Ding ist graviert. Das Ding ist nicht graviert. Das Ding ist nicht graviert. Tausend brauchen wir. Die müssen wir uns behalten. 4% Kriegerschaden nehme ich sehr gerne mit. Das Tempo beim Ducken ist ja natürlich auch geil. Attentatschaden. Jägerschaden können wir auch nochmal mitnehmen. Ist vielleicht gleich mal verkehrt. Können gleich mal einiges kaputt machen. Jetzt vielleicht noch ein paar Felle rausbekommen. Wie viele brauchen wir, wenn wir die Armschienen verbessern wollen würden? 130 Felle. Ich weiß nicht, ob ich die bekomme. Kann ich die markieren zum Zerlegen? Nee. Muss das alles einzeln machen. Sollte, glaube ich, eher die Rüstung auch zerlegen. Damit wir die Felle da rausbekommen. Das Ding kann ich nicht zerlegen, okay. Ach, weil ich die ausgerüstet habe in einem zweiten Set. Kann das sein? Ja, jetzt kann ich die zerlegen. Bogen. Bogen nehme ich dann den 19er. Kriegerschaden, Chance auf Kritik. Ja, definitiv nehme ich dann den 90er. 19er. Heißt, den Bogen müssen wir gerade mal nicht upgraden. Die anderen Bögen können auch alle weg. Helm. Helm haben wir wieder gepusht. Achso, das ist der mykenische. Den können wir nicht wegmopsen. So, Armschienen. Jägerschaden, Höchstleistungsfähigkeiten, Schaden. Höchstleistungsfähigkeiten. Was sind Höchstleistungsfähigkeiten? Was soll uns das sagen? Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Kann ich auch nicht zerlegen. Alter, warum sortiert ihr es jedes Mal um, wenn ich einen Gegenstand kaputt mache? Ist das die mykenische? Satz anlegen. Auch die kann ich nicht kaputt machen.
Okay. Aber die Grauen können halt sowieso weg. Warum sortiert er sich jedes Mal komplett um und auf welcher Logik? Das Spiel muss mal einer kapieren, ey. So, die kann ich alle nicht zerlegen. Ich glaube, ich kann auch so langsam mal ein bisschen was auf mein Schiff lassen. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich kann aber schon upgraden. Wir haben genug. Aber ich will ja eigentlich auch ein bisschen das Schiff verbessern. Hatten wir ja angesprochen. Set-Items kann man nicht zerlegen, oder? Kann mit Rechtsklick nur den Satz anlegen, okay. So, Schuhe. Auch Schuhe haben wir enorm viele. Die können wir nicht zerlegen, die können wir zerlegen, die können wir zerlegen. Sind die mechanischen? ...306 Leder. Lüb der Haas. Okay, nee, sieht gut aus. Trahlkapazität auch nur auf 19. Können wir alle nicht zerlegen? Nee. Heißt einmal noch die... ...Hand, die Armschienen verbessern. Ist auch alles graviert, was wir jetzt haben, oder? Graviert, 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 graviert. Kann ich den anderen Bogen auch schon gravieren? Ja, kann ich. Das hätte ich sehr gerne da drauf, so. Dann möchte ich einmal auf das Schiff drauf. Einfach damit wir die ganzen Schmons ablegen. Dann haben wir das einmal clean und können einmal jetzt hier... einen Cut setzen für die Scheiße. Ich glaube, dann werde ich mich gleich wirklich einmal ganz kurz nach der Folge damit beschäftigen, ob ich das mit einem Zweitrechner aufnehmen kann. Das wäre so geil, wenn das so einfach funktionieren würde, dass ich nicht mal Geld dafür ausgeben müsste. Lagern. So. So, und per Abholen kann ich dann gucken, was habe ich hier und alles schön. Sehr geil. Heißt, als nächstes will ich nach da oben. Und will endlich meine Information haben, wie es aussieht mit Malakka. Wobei ich mich gerade frage, es könnte nämlich noch ein Problem werden, wie ich da meinen Sound auf den anderen Rechner übertragen kann. Weil Problem in Anführungszeichen... Das Kabel ist lang genug. Ich kann einfach das Mischpult nach drüben stellen. Oh, das wäre alles so sippschig, wenn das gehen würde. Oder eventuell sogar auch über NDI-Quelle. NDI heißt das übrigens. Irgendwie NDI, OBS. Müsst ihr mal gucken, wenn euch das selber interessiert. Der große Nicht-Spartiat kehrt heim. Hier, nimm deine Drachmen. Nichts fühlt sich schöner an als ein schwerer Geldbeutel. Wie lange wird es dauern, bis ich die Information bekomme? Ich habe sie schon. Ach ja? Deine Myrine verkehrt unter dem Namen Phönix. Sie war Teil meiner Mannschaft, aber wir haben uns vor kurzer Zeit getrennt. Oh. Rückblick. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Kind, aber die ist auch noch klein. Chaos ist dein Zuhause. Aber es ist nicht meine wahre Heimat, meine Bestimmung. Du findest vielleicht nie, wonach du suchst, Phönix. Aber ich höre nicht auf zu suchen. Du bist eine tolle Piratin. Und du bist eine noch bessere Freundin. Vergiss mich nicht. Wow, der Rückblick. 10 von 10! Weißt du, wo sie jetzt ist? Sie segelte nach Südost mit ihrer Mannschaft, auf der Suche nach ihrer Bestimmung. War sie auch Teil deiner Mannschaft? Eine Zeit lang. Warum ging sie fort? Hat sie doch gesagt?
Sie interessierte sich zu sehr für den Krieg. Wenn du mich fragst, Verschwendung einer guten Piratin. Hab seit dem Abschied nichts von ihr gehört. Chaos ist weit entfernt von Sparta. Wie seid ihr euch begegnet? Auf See, vor langer Zeit. Ich sah in ihr ein besseres Leben. Sie sah in mir die Freiheit. Zusammen gehörten uns die Wellen. Ich kann nicht fassen, dass sie Piratin war. Sie gehört zu den Frauen, die, sobald sie sich etwas in den Kopf setzen, es auch umsetzen. Vielen Dank. Ich... Zu Hause ist kein Ort. Zu Hause sind die Menschen um dich herum. Wenn du nicht findest, was du suchst, steht unsere Tür offen. Vielen Dank. Okay, wir wissen also, unsere Mutti lebt. Unsere Mutti ist eine Piratin unter dem Namen Phönix. Und wir haben immer noch Drachen und können das Schiff ein bisschen aufbessern. Das wäre ziemlich cool. Das beides wäre cool. Das wäre cool. Das kostet alles so viel. Das ist nur Rammschaden, ne? Nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch geil. Was haben wir hier? Schadensreduktion durch Deckung? Feuerschadensreduktion. Können wir uns auch leisten. Das können wir uns auch leisten. Das können wir uns schon nicht mehr leisten. Wir haben auch nämlich so gut wie keine Drachmen mehr. Können wir uns nicht leisten. Das können wir uns alles nicht mehr leisten. Bei dem Inventar. Wie sieht das hier mittlerweile aus? Okay, das ist alles weg. Sind ja alles Questgegenstände. Die werden Gott sei Dank nicht mit in die Tragekapazität mit einberechnet. Nee, wir brauchen die Bewaffnungsscheiße nicht. Also ich glaube, wenn man halt die Sets wirklich spielt, man verbessert die Sets und spielt die dann und switcht die und ähnliches, dann machen die Sinn. Das machen wir aber aktuell halt absolut nicht. Alte Tafeln? Ah, okay. Quests. Land der Gesetzlosen, um ein Mädchen zu finden. Bessere den Speer. Anwerbungskampagne. Zerstöre spartanische Schiffe. Warte, was war denn das denn da oben? Hä? Moment. Haben wir jetzt keine neue Quest bekommen für unsere Mutti? Was ist das denn? Zerstörungsplanstarte, wo jetzt... Okay. Also müssen wir jetzt eigentlich entweder das oder das machen. Einmal ganz kurz lesen. Gerüchte nach den Arzten haben sie gratis Informationen über Merins Aufenthaltsort haben können, führten Alexios zur Stadt Argos, wo sich seine Klinik befand. Nicht meine Klinik, sondern die von dem Arzt. Ja, das können wir ja dann als nächstes machen. Wo müssen wir denn dafür hin? Ist in Argolis. Ich hasse, dass wir das immer suchen müssen. die Klinik liegt im nordöstlichen Teil der Stadt Argos. Sie liegt südlich des Blutorakels. Also Argolis müssen wir erstmal finden. Ist Argolis groß? Ist Argolis klein? Argolis ist groß. Die Klinik liegt im nordöstlichen Teil der Stadt Argos. Ja, wow. Das kann irgendwo hier sein. Geil. Heißt, mit dem Schiff erstmal hier runter tickern. Was ist hier? Okitos der Große. Das können wir erstmal machen. Wobei, was wir als allererstes erstmal machen können, ist ein Aufnahmestopp. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Wenn ihr mir sagen wollt, gerne einen Kommentar. Und wenn ihr mehr sehen wollt, sehr gerne abonnieren. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein, bis bald. Tschüss.